Mein Sohn liebt hier diesen Knaben hier, den Super Mario. Und ja, die ganze Familie ist natürlich Nintendo begeistert. Und zum 30. Geburtstag von Super Mario, den ich natürlich auch als Kind gerne mochte, haben wir hier uns zum Spaß, mein Sohn und ich, Super Mario Maker gekauft. Und ich muss sagen, das Spiel macht wirklich Spaß. Es ist ein tolles Spiel für die Wii U und fördert die Kreativität. Es ist das, was wir eigentlich als Kind immer machen wollten, nämlich eigene Levels bauen. Und ich fand das echt toll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und es liegt diesem Spiel ein Artbook bei. Und dieses Artbook möchte ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Bei Super Mario Maker kann man ja vier verschiedene Versionen wählen, wie ich meine Spiele bauen kann. Ich kann einmal in Super Mario Bros. Und Nummer 3, Super Mario Bros. World und Super Mario Bros. U, also für die neue Wii U, spielen und Levels designen. Das Level-Design ist kinderleicht, wirklich kinderleicht, und es macht einen irrsinnigen Spaß. Man kann mit vorhandenen Levels spielen. Hier gibt es mit so Codes, kann man sich bei Nintendo Sachen runterladen bzw. in diesen Levels spielen, die Nintendo schon vorgefertigt hat. Oder man kann eben selber Level erstellen und eben diese Level hochladen. Andere Leute können mit diesen Level spielen. Wir haben schon ein paar gespielt, ein paar sind unlösbar, es geht nicht, und ein paar sind richtig, richtig toll. Das Büchlein hier, dieses Artbook, ist im Grunde eine kleine Inspiration. Zeigt die Grundlagen, was man machen kann, welche Funktionen das Ding hat, welche Figürchen eben Mario machen kann, welche Welten man machen kann. Was uns nicht gefällt, ist eben hier Katze. Man zeichnet ja an seinem Pad, und am Monitor erscheint dann eben diese Katzentatze. Cat-Content läuft im Internet ganz gut. Wir hätten gerne ein paar andere Pfoten noch, hat mein Sohn gesagt. Also er ist ein großer Bärenfreund, also hätte eher eine Bärentatze als eine Katzentatze. Aber naja, was soll's. Das sieht ein bisschen blöd aus. Man kann eben die Sprünge simulieren. Ich habe meinen Sohn gefragt, wie er denn plant. Also er spielt einfach, beziehungsweise er baut einfach wild drauf los, und hat halt einfach Inspiration im Spiel. Ich bin eher der Typ, der wahrscheinlich das Level wirklich designt und hier mit Münzen noch, der es aufzeichnet, und dann eben eine Variante baut. Hier die Panzer, auch toll. Aber so geht halt jeder individuell ran, wie er sein Level-Design macht. Toll finde ich im Grunde, dass damit im Grunde das Interesse geweckt wird für Spielindustrie. Wie baue ich Designs, wie baue ich Level-Designs? Und dann gibt es ja entsprechende Schulen, die Game-Design anbieten. Und ob es am Schluss was wird, ob der Sohn ein Spieledesigner wird oder nicht, das ist ja nochmal dahingestellt. Aber es zeigt im Grunde, wie läuft denn ein Flussdiagramm. Hier sieht man schön, wie Sachen gemacht werden. Und ich muss sagen, für die Kreativität und vor allem für den Spaß ist Super Mario Maker ein Riesending. Da kann man natürlich noch immer rummaulen, dass es noch ein paar Sachen gibt, die nicht dabei sind. Aber mein Gott, es ist eine tolle Hommage an 30 Jahre Super Mario, der uns begleitet hat. Und ich hoffe, er wird uns die nächsten 30 Jahre auch begleiten. Und ich hoffe, dass Nintendo endlich den Schritt macht, den Super Mario endlich aufs iPhone, aufs iPad zu bringen und nicht nur auf seine Konsolen. Man muss überlegen, wie geht es mit Nintendo weiter. Da bin ich sehr gespannt. Die Wii U ist okay, und ich bin mal gespannt, wann das nächste Ding erscheint, ob das nächste Ding erscheint, was das denn ist. Derzeit aber Super Mario Maker wird bei uns gespielt. 30 Jahre Super Mario, herzlichen Glückwunsch, und ja, Nintendo weiter so.